wie erkennt man große Sünden? Ja, sei ja, viele Sachen sind einfach dadurch erkenntlich. Wenn Allah sagt zum Beispiel, dass er derjenige, der das und das macht, er wird bestraft. Wenn Strafe steht, das steht nur für große Sünden. Ja, nicht für kleine Sünden, nur für große Sünden. Wenn zum Beispiel steht, verflucht, ja, wenn steht, derjenige, der das und das macht, der ist verflucht. Große Sünde, direkt. Wenn steht, ja, wenn bedroht wird mit Höllenfeuer zum Beispiel, immer große Sünde. Wenn da steht zum Beispiel, was noch? Wenn steht, la yu'min, ja, er ist kein Gläubiger. Der schlafen geht und mit vollem Bauch schlafen geht und sein Nachbar ist hungrig, zum Beispiel. Oder derjenige, er gehört nicht, was gibt es? Es gibt viele Hadithe, wo steht la yu'min, ja, dessen Nachbar nicht geschützt ist vor seinem Übel. Ja? Wenn da steht la yu'min ahadukum, keiner von euch glaubt wirklich, bis er für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Wenn da steht, er glaubt nicht. Ja? Wenn dir der Glaube aberkannt wird, ein Zeichen von, es ist eine große Sünde. Ja? Das sind alles so Sachen. Und deswegen, es gibt Sachen, die klar und deutlich sind. Ja? Im Koran, Mord und Sihr und Schirk und keine Ahnung und diese ganz vielen Sachen, Lügen und Lästern und so. Koran und eine Sunna, die bekannt sind mit, wo man direkt sehen kann, dass das eine große Sünde ist. Und wie gesagt, das sind so Formeln. Wenn du diese Sachen siehst, dann weißt du, das ist eine große Sünde.